Es gibt drei Gründe, die verursachen, dass deine Bremsen quietschen. Und die erkläre ich dir jetzt kurz. Erstens, verglaste Bremsscheiben. Verunreinigung auf der Scheibe oder Bremsbeläge. Drittens, Nässe. Bei Nässe ist das Quietschen normal und verschwindet von alleine. Das ist ja schon mal etwa eine gute Nachricht, oder? Und jetzt kommen wir zu den Hauptgründen. Zudem ist es jetzt noch wichtig, quietscht es nur beim Bremsen oder dauerhaft? Dauerhaft bitte neu einstellen wie folgt. Erstens, beim Bremsen backen, Bremssattel reinigen, ausbauen und abschleifen. Natürlich kannst du auch die Bremsscheibe mit einem Schleifpapier rundherum anschleifen, um Öl und sonstige Verunreinigungen zu entfernen oder mit einem Bremsenreiniger. Die Bremsbeläge hier oben kannst du ebenfalls ausbauen zum Kontrollieren, ob sie verglast sind oder nicht. Falls ja, kannst du mit Hilfe von einem Schleifbarbier, zum Beispiel 80er, schön eben schleifen, zum Beispiel Öl oder Verschmutzungen zu beseitigen und mit einbauen. Quietscht es immer noch, kommst du nicht herum, neue Beläge einzubauen. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere mich kurz für weitere tolle Videos. Wichtig! Es gibt eine Faustformel bei neuen Bremsscheiben oder gereinigten. 30 mal von 30 km/h kräftig auf 0 herunterbremsen, weil so erzielst du die beste Bremswirkung. Nur so verhinderst du ein neues Verglasen der Bremsbeläge. Bei dauerhaftem Quietschen hilft ganz einfach dieser Bremssattel justieren, und zwar damit er wieder parallel zur Bremsscheibe hier läuft, und zwar mit diesen zwei Schrauben hier. Einfach reinstecken, dann aufmachen, hier auch reinstecken, aufmachen. Jetzt ist es aber wichtig, die Bremse oben am Lenker muss gehalten werden. Jetzt musst du oberhalb diese Bremse für hinten zum Beispiel dauerhaft gedrückt halten. Der Bremssattel ist jetzt fest angedrückt an die Bremsscheibe. Nun kannst du die zwei Schrauben schön zudrehen mit Gefühl. Newtonmeter steht in deinem Handbuch. Wenn du die Bremse oben loslässt, dann sollte jetzt die Bremsscheibe, der Bremssattel und die Bremsbeläge alle parallel wieder eine Linie haben und somit nicht mehr schleifen. Und somit ist das entstehende Quietschgeräusch beseitigt. Denn du hast ja diese zwei Schrauben fixiert, den Bremssattel passend zur Scheibe ausgerichtet. Da die Bremse ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist von deinem Fahrrad, bitte nur vom Fachpersonal tauschen lassen oder von Freunden, die wissen, wie es geht. Ich übernehme keine Haftung für falsche oder Bedienungsfehler. Zum Schluss noch mit Bremsenreiniger schön reinigen und alles wieder einbauen, und schon sollte dein Quietschen beseitigt werden sein. Andere Videos über Fahrräder, wie man Bremsbeläge wechselt oder sonstiges, findest du auf meinem Kanal.